Schülerlaufen für Schüler lautete das Motto des 6. Spendenlaufes am Freitagmorgen im Krandelstadion in Wildeshausen. Bei diesem Wettbewerb waren nur Sieger am Start. 350 Erst- bis Siebtklässler aus der Waldschule, St. Peterschule, dem Gymnasium, der Hunteschule, Holbeinschule, Hauptschule, Realschule und der Gutsbascher Sand Privatschule. In 6 Gruppen zwischen 47 und 143 Startern machten sich die Jungen und Mädchen nacheinander auf den Weg. Jeder lief 10 bis 15 Minuten. BBS-Schüler zählten die Runden. Für jede Runde sammeln die Läufer an diesem Samstag mindestens 1 Euro in ihrer Familie und Verwandtschaft. Nächste Woche hoffen alle auf ein gutes Spendenergebnis. Das Geld soll in den Schulen für das Thema Integration verwandt werden.